Der Wiesn-Wahnsinn ist zurück. Genau das ist das, was wir vermisst haben. Genauso wie es gerade ist. Oder? Ja. 17 Tage lang Krüge schleppen. Der Bierdurst ist gewaltig. Wenn man den ganzen Tag Bier verkauft, dann will man auch selber eins trinken. Oder? Alles dreht sich wieder. Endlich. Hey, Party People, okay, jetzt bin ich Schwung in die Kiste. Es ist Mittag im Hofbräuzelt. Noch sind nicht alle der rund 10.000 Plätze belegt. Mittendrin Marlene und Lisa, zwei von 250 Bedienungen hier. Schon seit 10 Uhr sitzt die erste Kundschaft bei ihnen im Revier. So, 6 Bier! 6 Bier! Yes! Okay. Knapp 14 Kilo wiegt die 6er-Ladung Krüge. Mit immer neuen Bestellungen absolvieren die Bedienungen ein intensives Workout. Und dass alle einfach nur Spaß haben wollen. Es ist natürlich sehr anstrengend, aber es macht einfach so Spaß. Der ganze Wiesn-Wahnsinn, es macht einfach Spaß. Genau, deswegen mache ich das. Ja. Sie halten den Laden am Laufen. Für den Job im Zelt braucht es Ausdauer, Leidenschaft und starke Nerven. Bierschleppen ist für Marlene nur ein Nebenjob. Den Rest des Jahres arbeitet sie als Achtsamkeitstrainerin. Das hilft, wenn es stressig wird im Riesenzelt. Also wenn es wirklich ernst wird, dann stelle ich mir immer vor, dass ich im Dschungel bin und dass ich einfach nur so mit dem Tablett oder so einfach so durch den Dschungel gehe. Und das funktioniert? Ja, bis jetzt bin ich ganz gut damit klargekommen. Es gibt keinerlei Corona-Auflagen. Ganz oder gar nicht, war die Parole, die die Stadt für die Wiesn ausgegeben hat. Wer da ist, nimmt das Risiko in Kauf. Fühlt sich an wie früher, fühlt sich an wie jede Wiesn seit der Kindheit. Corona ist scheißegal. Ja, wir sind ja schon geboostert. Und die tolle Atmosphäre und die tolle Erlebnisse und tolle Menschen ist wichtiger. Am Tisch nebenan hat die Trinkseligkeit zu einer Rangelei geführt. Die haben die Securities gerade schon aufgelöst. Eigentlich. Dann habe ich nur so eine dicke Watschen mitgekriegt, einer dem anderen. Ich glaube, der hat Sternchen gesehen und war, was da genau war, weiß ich nicht. Aber ich habe dann die Securities einfach geholt, um das zu klären, weil oft dann kann es auch ganz schnell zu einer Schlägerei kommen. Und, ist jetzt alles geklärt? Das weiß ich nicht genau, ob sie es geklärt haben. Aber ich hole die Securities nochmal. Die Streithähne haben Bier und jede Menge heimlich mitgebrachten Schnaps getrunken und sind allein mit Appellen an die Vernunft nicht mehr zu beschwichtigen. Wichtig ist nur, dass nicht noch mehr Gäste reingezogen werden. Wer angefangen hat, egal. Für die aggressiven Kontrahenten ist der Zeltbesuch für heute zu Ende. Wenn man mit den Leuten spricht, wenn man die Leute im Gespräch kurz ein bisschen kennenlernt, dann geht es eigentlich in den meisten Fällen. Und das ist eigentlich das Schöne an diesem Job. Man muss als Sicherheitsmitarbeiter nicht nur immer zupacken, nicht nur schlagen, sondern man kann auch sehr viel durch Reden und Kommunikation lösen. 15 Uhr, Standardeinsatz für die Sicherheitstruppe. Fabian und sein Team räumen mehrere Blöcke im Mittelschiff. Ab 16 Uhr sind all diese Tische ausgebucht. Doch die wenigsten wollen freiwillig gehen. Die Damen, es tut mir sehr leid. Wir müssen jetzt leider aufstehen. Das dürft ihr mitnehmen. Ja, einfach mitnehmen. Die Gäste müssen nur den Tisch verlassen. Nicht das Zelt. Ihr Bier können sie auch im Stehen fertig trinken. Für Fabian ist es die 10. Wiesn als Sicherheitsmann.
Eigentlich ist er Lehrer und hier einmal im Jahr Einsatzleiter. Dafür hat er sich extra 2 Wochen freistellen lassen. Gerade mal 10 Minuten brauchen sie fürs Räumen, damit in Ruhe geputzt werden kann für die nächsten Gäste. Wir starten. Es geht los. Seid ihr ganz laut, dann sind wir ganz schnell. Tanja Kaiser-Grünberg in ihrem Element. Sie ist jetzt für die Stimmung zuständig. Und ihr wisst ja, wer kotzt, der potzt. Du riechst die Händel schon, du hörst die Leute schon. Und dass sie auch kommen und da sind, und das ist, man kriegt Gänsehaut. Das ist schon was Besonderes. Yo, Baby, yo, Baby, yo, Baby. Doch plötzlich kommt Stress auf. Kannst du mal bitte vorkommen? Bedarf. Die Dings drehen sich schnell, Schatz, die Gondeln. Und das mitten im laufenden Betrieb. Was ist jetzt los? Und dann hole ich meinen Mann, aber das war kurze Störung, ging auch wieder an. War alles okay. Gott sei Dank fährt wieder. Tanja ist Teil einer Schaustellerdynastie. Die Familie Kaiser. Seit Generationen auf den Volksfesten des Landes zu Hause. Doch bei aller Erfahrung, die Anspannung war diesmal groß. Klappt alles? Kommen jetzt Leute? Kommen nicht? Hast du genug Personal? Ist ja momentan überall ein großes Problem, ne? Jetzt läuft alles. Jeder Fahrgast zählt. Die Leute stehen an, müssen ein bisschen Gas geben, gell? Das Publikum anlocken. Darum geht es auch Willi Kaiser. Er ist Tanjas Neffe. Auf und nieder, auf und nieder, immer wieder Action! Puh. Jawohl, hier, ran geht's hier, Action, Power, Puh, los! Yep. Willi hat seit 2018 einen Platz auf dem Oktoberfest. Für ihn das Highlight des Jahres. Doch dieses Jahr sitzt das Geld bei vielen Wiesnbesuchern nicht mehr so locker wie früher. Die hohen Energiepreise, sie machen auch ihm zu schaffen, denn sein Karussell braucht viel Strom. Natürlich, das betrifft uns alle, das ist ja ganz klar, vom kleinsten Haushalt bis zur größten Firma. So, aber da müssen wir jetzt alle zusammenhalten und durch. Ne? Das ist natürlich schwer, ist natürlich ganz klar, aber ja. Dran drehen können wir selber nicht, ne? Das müssen wir natürlich warten, bis sich was ändert. Die Welt steht Kopf. Diese Clique hat lange darauf gewartet, sich wieder richtig austoben zu können. Ich bin komplett nass geworden. Hatte mein Magen wieder richtig durchgeschüttelt. Ja, ich auch. Ja, herrlich. Richtig wild. Laura und Alina sind Schwestern aus Gauting bei München. Mit 6 Freundinnen und Freunden sind sie auf dem Festgelände unterwegs. Oh mein Gott! Yeah. Auf dem Boden und in der Luft. Endlich wieder Oktoberfest. Alter, Hilfe! Der hat einfach richtig einen Zahn zugelegt. Alina ist Anfang des Jahres 18 geworden. 2 Jahre lang hat sie auf die Wiesen hingefiebert. Ja, ultras. Vor allem vor 2 Jahren. Da wurde ich ja im Januar 16 und dann wäre so die Wiesen gekommen und so das erste Mal 16, man darf das erste Mal ins Zelt. Und da wäre es halt toll gewesen zu gehen, aber dann kam halt Corona. Und ja, jetzt bin ich 18 und gehe das erste Mal so richtig auf die Wiesen. Also so mit ins Zelt gehen, Bier trinken, feiern. Ja, da habe ich richtig Lust. Es sind viele dabei, für die es das erste Mal als Erwachsene im Festzelt ist. Ohne Eltern und ohne Verbote. Einfach durchreichen. Laura ist 2 Jahre älter als ihre Schwester. Sie war 2019 zum ersten Mal im Zelt feiern und merkt jetzt, wie teuer alles geworden ist. Man merkt es allein, so die Masse oder so kostet jetzt fast 14 Euro mit Trinkgeld 15. Das war vor 3 Jahren noch 12 Euro, also das weiß ich noch ganz genau. Deswegen ja, aber man zahlt es halt irgendwie trotzdem, weil es halt Tradition ist. Anstoßen und genießen. Solange das Portemonnaie halt mitmacht. Mehr als 600 Euro wird sie der Abend am Ende kosten. Das ist ihnen jeden Cent wert. Die Stimmung ist richtig, richtig gut. Wir haben uns mittlerweile die zweite Beziehung, das ist immer
hatte ich auch die dritte Maske bestellt. Ja. Und die Stimmung wird immer besser. Ja. Ja. Und wir freuen uns sehr, wenn Musik kommt, wo wir einfach mal jetzt aufstehen können und auf den Bänken tanzen können, weil das ist das, auf was es ankommt. Und die kommt dann auch. Meine Bootmama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Lalalala, die wunderschöne Leila. Wir dachten, wir hören das Lied nicht mehr auf der Wiesn, weil es ja eigentlich verboten wurde. Und sie spielen das Lied gerade, also sehr gut. Die Lieder werden angestimmt, jeder steigt ein. Das ist perfekt, das ist halt Wiesn, das ist ein Traum. Dieser Abend. Für die 8 ist es die beste Party seit langer Zeit. Es fühlt sich auch so an, als wäre gar keine Pause gewesen. Also jetzt, wo man hier ist, also es wäre so, als wäre letztes Jahr das letzte Mal Wiesn gewesen. Also eigentlich fast kein Unterschied. Hey, hey, hey! Zicke, 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 zicke! Hey, hey, hey! Viele aus der Clique kennen sich schon seit der Kindheit. Jetzt lassen sie es gemeinsam krachen. Unbeschreibliches Gefühl. Also es macht viele. Ja, es macht richtig viel Spaß und es ist auch mal schön, wieder mit so vielen Menschen zusammen zu sein und sich keine Sorgen zu machen und so alle auf einem Haufen. Es ist echt toll. Und das kosten sie heute aus, bis das Licht ausgeht. Feiern macht hungrig. Das Oktoberfest ist Gastronomie im XXL-Format. 2019 wurden allein 435.000 Brathendl verkauft. Andi Schinhal von der Käfer-Wiesenschenke hat 67 Köche in der Mannschaft. Es ist eine Materialschlacht. Durch die 2 Jahre Pause hat man das jetzt einmal wieder, wird einem das viel mehr bewusst, wie viel das sich da dreht. Also wir reden jetzt von 18 Tonnen am Tag, was an Essen sich bewegt. Es ist eine Kunst, im Gewimmel nicht den Überblick zu verlieren. Auch deswegen ist das Oktoberfest nichts für Gastro-Neulinge. An der Essensausgabe geht es schon mal rau zu. Ein paar Schritte weiter im Weinzelt legen sie ab 17 Uhr Brotzeitbrettel im Akkord. Da ist wirklich die Klassiker drauf. Camembert, eine schöne Rotwurst oder Blutwurst. Dann haben wir da noch eine schöne Lammwurzel. Fast jeder Tisch im Zelt startet mit so einem Appetizerberg in den Abend. Der Preis für 4 Personen, 108 Euro. Mein Gott. 20.000 Brotzeitportionen sollen es im Laufe der Wiesn werden. Dann haben die Gäste schon mal was zum Essen, wenn sie kommen. Und dann kriegen sie später die Hauptgänge und die Desserts. Die Kunden hier gelten als ebenso anspruchsvoll wie großzügig. Mit kleinen Einschränkungen. Gerade hat jemand eine 6-Liter Flasche Champagner bestellt. Die 1.950 Euro sind dem edlen Spender dann aber wohl doch zu viel. Im letzten Moment bestellt er um. Und seine Gäste schlürfen stattdessen nur Rosé für 560 Euro. Die Krüge hoch heißt es auch, wenn kein Bier drin ist. Großer Rummel auf der Münchner Theresienwiese. Auch dieses Jahr werden es wieder ein paar Millionen Besucher sein. Im Hofbräuzelt pendelt Lisa zwischen der Küche und ihrem Revier hin und her. Vorsicht! Durchkämpfen und balancieren mit Hindl und Kartoffelsalat. Es ist ein Hindernislauf durch die Menge. Eigentlich einfach irgendwie durch. Es geht immer. Man muss halt die Leute ein bisschen zur Seite schieben. Ja. Später am Abend. Der Alkoholpegel steigt. Mehr Arbeit für die Securities. Ein Funkspruch aufs Ohr von Fabian und Kollege Hakan. Die Sicherheitskräfte hinten im Zelt brauchen Verstärkung. 2 Festzeltgäste sind offenbar aneinander geraten. Kollegen haben sie getrennt. Was genau passiert ist und wie es für die beiden weitergeht, soll draußen geklärt werden.
We call now the police. Vor dem Zelt stellt sich heraus, einer der beiden ist gestern schon auffällig geworden. Sicher mal hier ab. Wir sind gerufen worden, um schnell zu handeln. Und dann hatten schon unsere Streifen die zwei Streithähne fixiert. Und jetzt versuchen wir, die Sache ein bisschen zu klären. Wir haben auch gleich die Polizei gerufen, weil doch die Situation etwas eskaliert sind. Die Polizei braucht es am Ende dann doch nicht. Beide Gäste beruhigen sich. Wieder rein dürfen sie aber nicht. Stattdessen Hausverbot. So you can go to another tent, but for the Hofra is finished, okay? For this year, finished. Yeah? Don't come back in, okay? Und die beiden bleiben nicht die einzigen, für die die Party schneller wieder vorbei ist, als sie dachten. Auch dieser junge Mann fliegt raus, nachdem sich die Bedienungen mehrfach über ihn beschwert haben. Das ist doch eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, hier als Bedienung, dass man einfach den Security als das schätzt, was er ist, nämlich unsere Versicherung dafür, dass uns nichts passiert. Es kann sehr gefährlich werden. Ich meine, die Glaskrüge sind sehr schwer. Wenn die Leute betrunken sind, dann machen die Dinge, die machen die sonst nicht, genau. Noch ein letzter Song. Ein letztes Mal Party. Doch irgendwann ist auch auf dem größten Volksfest der Welt Schicht. Hier im Hofbräu-Zelt ist es punkt 22:30 soweit. Die Gäste müssen raus. Tische und Bänke säubern die Bedienungen selbst. Das gehört auch dazu, ja. Das ist nicht so schön. Aber immerhin hat keiner irgendwie unter den Tisch irgendwas. Ja. Draußen noch einmal volle Konzentration für die Securities. Viele Gäste versuchen, ihren Maßkrug als Andenken mitzunehmen. Mehr als 7000 pro Wiesensaison schaffen das auch. Erlaubt ist das natürlich nicht. Ansonsten gilt, schnell noch austrinken. Yeah, because I paid a lot for this, so I have to drink it. Dann heißt es auch für diesen Besucher Abschied, zumindest für heute. Während die einen nach Hause gehen, geht die Arbeit für die anderen erst los. Kurz nach Mitternacht. Ein Tankwagen rollt aufs Festgelände. Markus Scheidhammer und sein Team bringen Biernachschub fürs Hofbräuzelt, wie jede Nacht. Wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind, lagern dort wieder 78.000 Maß Bier. Das Team ist eingespielt, jeder Handgriff sitzt. Über eine Art Feuerwehrschlauch wird das Bier vom Tankwagen in die Schenke gepumpt, mit hohem Druck. Es kommt so kalt an, dass es bis in den Krug hinein nicht mehr gekühlt werden muss. Ja, Bier läuft. Wir haben jetzt hier eine Temperatur von 4 Grad am Tankwagen. Also Festbier kriegen wir in der Regel so mit 3-4 Grad in der Brauerei. Und die Tankwagen sind mit 100 mm isoliert. Also das kann da, oder die Biertanks auch im Lager, das steht da tagelang und nimmt vielleicht einen halben Grad pro Tag zu. Nach und nach fahren Markus und sein Team alle 4 Befüllstationen des Zelts an. Zeit haben sie dafür bis 9 Uhr morgens. Spätestens dann müssen sie runter sein vom Festgelände. Die Bavaria, die Schutzpatronin der Bayern, ist rund um die Uhr da, am Rande des Festgeländes. 8.30 Uhr. Theresia Helgert räumt ihren Stand ein. Die 77-jährige Rentnerin darf als Brotfrau auf dem Oktoberfest verkaufen, weil sie bedürftig ist. Sie hat als Kellnerin gearbeitet, ein Kind großgezogen. Die kleine Rente reicht nicht für große Sprünge. Da grüß dich, Servus. Ja, schön, alles gut. Ja, ja. Wir sehen das alles ganz positiv. Oder? Ja, jetzt freuen wir uns, dass wir wieder mal auf der Wiesn sind. Doch zunächst muss sie Geld mitbringen, um welches zu verdienen. Mehr als 200 Euro Pacht verlangt die Stadt für diesen kleinen Standplatz im Biergarten des Schützenfestzeltes. Und die Ware ist auch teurer geworden. Der Verkaufspreis für die große Breze ist stattlich und dennoch günstiger als im Zelt. 6 Euro. Die Kloni haben wir 2,50. Käsestangerl, Käsespeck 4,50. Ja, Bäcker sind auch, so ist es teurer geworden. Gell? Nein, es lohnt sich schon. Ich meine, es wird von Jahr zu Jahr, es wird immer schlechter. Dabei war es einst ein durchaus lukratives Geschäft. Es regnet. Der Brezenverkauf stagniert.
Ach Gott, nein. Die Leute, ja, schauen schon mehr aufs Geld. Es ist halt alles teurer geworden. Heuer spielt halt wieder auch nicht mit. Hallo, ja, grüße Sie, eine Brezi. So in die Hand. So. Dann endlich wieder Umsatz. Der Appetit auf das bayerische Grundnahrungsmittel kehrt zurück. 6 Euro. Und ein schöner Tag noch. Servus. Ja, wenn es gesundheitlich passt, mache ich es nächstes Jahr wieder. 50 Brezen und mehr verkauft sie an guten Tagen. An schlechten sind es auch mal nur 5. Ob sich das am Ende für sie rechnet? Nebenan im Wohnwagenpark der Schausteller beginnt der Tag heute gemütlich. Spätes Frühstück bei Tanja Kaiser-Grünberg und ihrer Familie. Ein Moment der Ruhe. Hallo, unser kleiner Willi. Morgen. Hallo, mein Schatz. Neffe Willi kommt mit seinem Sohn zu Besuch. Ja. So. Können wir was frühstücken? Habt ihr schon auf? Ja, wir haben schon auf. Alter Streber. Unter den Schaustellern gibt es an diesen ersten Wiesentagen nur ein Thema. Wie kalt war es gestern, oder Willi? Ja, gestern war es extrem kalt. Leicht eklig. Gestern das Wetter. Vorher war es zu heiß, jetzt ist es zu kalt. Aber man muss trotzdem dankbar sein, dass die Wiesn stattfinden darf. Für die Kaisers ist das Oktoberfest immer auch ein Familientreffen. Neben Tanjas Neffen haben auch ihre Eltern hier ein Fahrgeschäft. Außerdem noch ein Bruder und ein Cousin. Ihre Vorfahren waren Gaukler, dann Zirkusartisten. Später hatten sie eine Pferdereitbahn hier auf der Wiesn. Mein Vater hatte Heuschnupfenallergie, der war auch Pferdeliebhaber, aber mit Heu daraufhin sind wir dann in die Fahrgeschäftsbranche gekommen. Das ganze Jahr überlebt Tanja mit Mann und Sohn im Wohnwagen auf 70 Quadratmetern. Dieses Jahr waren sie schon auf 20 Volksfesten. Ein Leben auf Achse. Okay. Nach der Saison sagst du zwar, du bist froh, wenn du wieder mal reinfährst und hast auch mal ein bisschen Ruhe, aber du bist schon als reisendes Kind, willst du wieder raus und vom Platz zu Platz fahren. Und jetzt ist man auch froh, dass man eigentlich unser altes Leben mal wieder in Anführungsstrichen zurück hat. Ne? Die Arbeit ruft. Für die Kaisers fühlt es sich wie ein Nachhausekommen an. Nach 2 Jahren ohne Wiesn. Alles, nur kein Stillstand mehr. Und das gilt für Schausteller und Besucher gleichermaßen. Von 16 bis 30. Ansturm auf ein außergewöhnliches Fahrgeschäft. Das Teufelsrad. Es besteht lediglich aus einer drehenden Scheibe. Gewonnen hat, wie er sich am längsten halten kann. Wer nicht freiwillig den Abgang macht, der wird mit dem Ball von der Scheibe geputzt. Am Ende ist das Teufelsrad wieder bereit für eine neue Runde. Chefin an der Platte ist Elisabeth Polacci. Das kann man nicht erklären. Es ist ein Geschenk, auf der Wiesn sein zu dürfen. Und da sind wir ganz dankbar, dass es so ist. Das Teufelsrad gibt es seit über 100 Jahren. Lange war es auf Reisen. Seit den 80ern dreht es sich ausschließlich hier, auf dem Oktoberfest. Und immer geht es um den besten Platz, den genau in der Mitte. Da fallen bei erwachsenen Männern auch mal alle Hemmungen. Elisabeths Bruder Mandy dirigiert das Geschehen. Mandy findet unter den Besuchern auch immer wieder besondere Typen, die er sich herauspickt. Großer Auftritt für einen, der bisher nur mit einer Glitzerjacke hervorsticht. Hier schaut man gerne zu. Ein simples, analoges Vergnügen. Einer ist der Hahn im Korb, die anderen jubeln ihm zu. Danke schön, dass ihr wieder vorbeigekommen seid, muss ich sagen. Die Besucher in Uniform sind offiziell hier. Die Mission Bürgernähe. Ja, die kenne ich natürlich, freilich. Die Bürgernähe sehen wir da drinnen, wenn die jetzt auf Platten gehen. Wir sehen, wie die Leute da drinnen jubeln. Ja? Gehen wir rein, kommt's weiter.
Selten wird ein Polizeieinsatz so gefeiert wie dieser hier. Sie probieren es mit dem Seil. Aber die Fliehkraft ist stärker. Der gemeinsame Abflug ist auch bei den Polizisten unausweichlich. Das war wohl die angenehme Seite des Streifendienstes. Nun heißt es wieder Waffen und Schutzausrüstung anlegen. Auf und um die Theresienwiese sind jeden Tag 600 Beamte im Einsatz. Die Polizisten, die hier Dienst schieben, machen das freiwillig. Denn das muss man schon mögen, hier in dem Fall 17 Tage am Stück auf dem Gelände hier auch mit viel auch hier alkoholisierten Menschen zu tun zu haben. Sie suchen das Gespräch, versuchen zu schlichten. Die gehen aber genauso, wenn sie feststellen, okay, hier ist jetzt Reden nicht mehr angezeigt, konsequent vor, um eben hier Straftaten zu unterbinden oder zu verhindern. Die Polizei beobachtet das Treiben auf dem Festgelände auch mithilfe von 54 Kameras. Drei Beamte der Wiesenwache sehen dadurch sofort, wo die Kollegen eingreifen müssen. Auch sie sorgen für mehr Sicherheit. Streetworker eines Münchner Sozialvereins. Arbeiten wir uns so durch Schlangenlinien. Svenja Schürmann und ihre Kollegen wollen besonders jungen Wiesenbesuchern helfen. Entweder haben sie vielleicht zu viel getrunken, sie sind alleine, sie suchen den Heimweg, sie weinen, es ist ganz unterschiedlich. Und dann bieten wir ihnen halt die Unterstützung an, stellen uns kurz vor. Und wenn sie unser Angebot annehmen wollen, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, weil bei uns ist alles freiwillig. Einer der ersten Fälle. Ein junger Mann vor einem Fahrgeschäft. Andere Wiesengänger kümmern sich schon. Kennt ihr ihn? Nein, okay. Der Mann ist offenbar stark alkoholisiert, reagiert kaum auf die Streetworker. Erstversorgung mit Wärmedecke, Wasser und Traubenzucker. Mach mal deine Augen auf. Max, genau. Lass doch mal Wasser trinken. Die Sanitäter sind schon alarmiert. Bis sie kommen, bleiben die Helfer vor Ort. Besonders wichtig ist vor allem, für die Personen da zu sein. Einfach ihnen zureden, sie immer wieder wach zu rütteln, ihnen Wärme zu geben, dass sie nicht alleine sind und auch wissen, es kümmert sich jemand. Nimmt ihn mit dann? Ja, ja. Super, okay, danke schön. Geschützt vor Blicken wird der Mann ins Sanitätszelt gebracht. Ja. Ja, genau, das hat sie auch gesagt. Die Streetworker sind vor allem an den Wochenenden unterwegs. Es geht auch darum, junge Frauen vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Hallo, Entschuldigung. Wir wollten nur wissen, ob es für dich in Ordnung ist. Einvernehmlich oder nicht? In dieser Situation für die Streetworker schwer zu erkennen. Wir haben es beobachtet und sie hat ihn immer so ein bisschen weg und ist ihm ausgewichen. Wir wollten einfach da von ihr die Zustimmung, das abklären, ob dieser Kontakt für sie in Ordnung so ist oder nicht. Und haben ihr eben auch angeboten, dass, wenn es nicht in Ordnung ist, wir auch mit ihr sozusagen aus der Situation rausgehen können. Diese Frau braucht keine Hilfe. Alles okay. Je später die Stunde, desto mehr werden sie gebraucht. Etwa 50 Fälle haben sie an einem typischen Wiesenabend. Auf der Wirtsbudenstraße gibt es plötzlich drei Einsätze gleichzeitig. Da liegt noch einer. Ja. An verschiedenen Stellen liegen Männer volltrunken auf dem Boden. Svenja und ihre Kollegen packen Spuckbeutel aus. Nicht zum letzten Mal an diesem Abend. Die Högel Fun Band hat alles im Repertoire, was zum Mitsingen einlädt. Jetzt sitzt im Weinzelt keiner mehr auf der Bank. Sie sind der Motor, der die Party am Laufen hält, bis weit nach Mitternacht. Lassen Sie sich nicht zweimal sagen. Es ist Halbzeit auf dem größten Volksfest der Welt. Der wilde Wiesenwahnsinn ist zurück. Und wem es heute nicht genug war, der kommt halt morgen wieder. Zum Feiern, Fahren und Flanieren.